So, herzlich willkommen zu einer neuen Börsenwoche und hier live auf JFD Trading TV. Ich hoffe, ihr habt alle Halloween gut überstanden. Mich hat es ein kleines bisschen erwischt wegen meiner Stimme, also eine kleine Erkältung. Aber nichtsdestotrotz sollte es funktionieren. So, dann komme ich kurz auf den Nasdaq 100 Index zu sprechen. Hier ist vom Mittwoch und auch in den Analysen davor hatte ich ja letzte Woche diese Special-Marke eingezeichnet und das kommt eben wirklich nicht alle Tage vor, dass diese Marke punktgenau bzw. auf die Kommastelle genau erreicht worden ist. Nämlich hier am 30.10. dann in dem Hoch hat es genau diese 4.681,23 ist erreicht worden. Also ob das jetzt Zufall oder Glück, keine Ahnung, aber sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. Aber das Schöne wäre es gewesen, die Marke war eigentlich eher aus einer Korrektur heraus berechnet worden, dass es eben davor ein Stück noch, dass es ein Stück deutlicher nach unten geht und dann eben genau an dieser Marke dreht. Aber die Marke hat Relevanz gezeigt und der Markt ist am Freitag eben ein bisschen deutlicher gedreht. Und bis heute Morgen hat da im Prinzip alles gepasst, auch im Dow Jones Setup. Dieses Setup habe ich am Freitag eben auch um 11:30 Uhr aufgestellt. Der Abwärtstrend hielt, ist auch nicht über das eine Hoch drüber gegangen, hier der Dow Jones, und ist dann sogar fast am Freitag eben noch bis auf die Marke runtergefallen, auf den ehemaligen Widerstand, jetzt eben Unterstützung, und hat eben heute Morgen einen kleinen Boden ausgebildet und konnte eben jetzt wieder an den EMA 200 ansteigen. Und das würde jetzt hier, also das war der Schlusskurs, das würde jetzt mit dem DAX-Stand etwa gut passen, nämlich hier hat nämlich der DAX exakt das Gap vom August, glaube ich, war das ja hier. Ja, vom August hat jetzt der DAX exakt, sorry, halt nicht vom, es war aber trotzdem August hier, der 18.8. hier, genau dieses Gap hat er jetzt genau geschlossen. Und von hier könnte es jetzt auch, wenn ihr auf jeden Fall intraday ein Stück nach unten abprallen. Hier sieht man eben, wie es eben exakt an die Gap-Kante gelaufen ist, der Kurs. Und jetzt ein kleiner Abpraller. Aber es ist schon bemerkenswert, dass der DAX von heute Morgen, Xetra-Eröffnung, schon rund 180 Punkte zugelegt hat. Deswegen sind auch leider nicht die DAX-Aktien. Ich habe hier die Trading-Kandidaten auf Gottmode eben auch veröffentlicht. Die will ich Ihnen jetzt hier auch nicht vorenthalten. Das sind nämlich eigentlich schöne Setups, schöne Korrektur-Setups, wo jetzt hier die Bayer-Aktie, an bestimmten Marken drehen hätte können. Hier würde jetzt nur sozusagen der Docht von der Kerze erreicht und nicht das ganze Gap geschlossen. Also hier sind es gute Einstiegszonen gewesen bei der Korrektur. Jetzt hat sich das natürlich durch den heutigen DAX Rally ja, nicht ganz erübrigt, aber sieht natürlich nicht mehr so schön aus. Natürlich die Kursziele nach oben könnten jetzt natürlich erreicht werden, ohne dass es eben in die Korrekturzone hineinläuft. Bei der Adidas-Aktie, die ist, dürfte leicht im Minus eben sein. Ja, hier sind eben bei 78 und eben bei rund 76 schöne Anlaufpunkte gewesen oder sind immer noch hier. Die zwei anderen sind Automobilwerte. Einmal ist das eben die Daimler AG. Hier war eben auch ein schönes Gap an einer Unterstützungszone, wäre erst prädestiniertes Ziel gewesen zum Einstieg und jeweils weiter unten circa ja, 2-3
Euro weiter unten. Alles, was jetzt hier unter die 73, 70 oder 60 gehen würde, ja, wäre jetzt nicht mehr ganz so prickelnd hier. Aber bislang steht die Aktie auch deutlich noch über dem Gap. Aber hier muss man jetzt unbedingt auch nicht handeln noch. Ja. Außer wer Intraday dabei sein sollte, sehr engen Stopp. Aber ein Swing wäre eben hier ein schöner Einstieg gewesen. So, noch dann die Volkswagen-Aktie. Hier gibt es eben so ein richtiges schönes Stop-Buy-Setup. Intraday ist eben auch die Marke von 111. Wichtig, dass die überschritten wird, dass es überhaupt aktiviert wird. Und natürlich insgesamt schöner wäre es natürlich auf Schlusskursbasis. Aber da die Märkte ja doch manchmal sehr volatil reagieren, kann auch der Kurs direkt an dem, wenn der Ausbruch stattfinden sollte, schon bei 115, 120 oder sowas sein. Gut, 120 vielleicht nicht ganz, aber bei 115. Und dann ist eben auch das Chance-Risiko-Verhältnis eben schlechter, wenn man hier den Stopp von 102 annimmt. Also hier wird es, wer mit mehreren Positionen handeln kann und auch tun sollte, immer wieder mit zwei, also zwei Einstiege und Ausstiege suchen. Ein Einstieg wäre hier mit 111 direkt zu suchen und daneben auf Schlusskursbasis eventuell den zweiten. So, dann schauen wir nochmal kurz den DAX an. Er hängt jetzt sozusagen, ja, greift jetzt hier nochmal an. Man darf eben hier auch wirklich gespannt sein, ob das Gap, ob der Kurs darüber geht. Ich gehe mal in die höhere Ebenen. Hier war für mich eben irgendein Geplänkel noch und theoretisch eben hier noch ein Kursziel von deutlich weiter oben eben angedacht in der letzten Woche. Aber eben im Blick auf die US-Märkte, welche ja eben hier schön an dem Abwärtstrend eben gedreht haben und eben bislang heute eigentlich auch korrigiert haben, bis eben der DAX die 180 Rallye eben 180 Punkte Rallye eben auf das Parkett gelegt hat, lag das eigentlich alles schön im Korrekturmodus. Hier sieht man eben im Tageschart ist der Kurs immer noch über dem Rainbow und somit eigentlich deutlich noch bullisch. Hier hat er jetzt im 4-Stunden-Chart war der EMA 38 wieder wichtig, hat hier dann gedreht und auf Stundenbasis, ja, hier ist er eigentlich durch alles eben durchgebrochen, bis auf die Unterstützung, auf die Horizontale hier. Gut, es wird sicherlich eine spannende Woche werden und ich werde mich noch vor Börseneröffnung dann nochmals melden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis später.